1993 war ein großartiges Jahr für die Linux-Community, denn in diesem Jahr sind zwei Global Player, also zwei große Distributionen, veröffentlicht worden. Zum einen war es, ich glaube im Juli, Slackware und direkt einen Monat später hat die Distribution Debian das Licht der Welt erblickt. Und bis heute ist Debian eines der beliebtesten Betriebssysteme der Welt überhaupt, mit einer riesigen Gemeinschaft, diversen Konferenzen, einer eigenen Philosophie und wirklich unglaublich tollen Support. Die Entwickler bzw. die Macher von Debian haben auf ihrer Webseite ebenfalls eine Auflistung ausgestellt mit Gründen für die Wahl von Debian. Warum sollte ich Debian überhaupt nutzen? Schlagworte sind natürlich freie Software, stabil und sicher, reichhaltige Hardware-Unterstützung, was ich sehr bestätigen kann. Ich habe noch einen alten Fujitsu Siemens Laptop noch hier rumliegen und da funktioniert Debian ohne Probleme. Natürlich nicht mit GNOME, sondern mit einem Fenstermanager oder XFCE Desktop, ja, wegen der Performance. Und Debian ist die Saat und die Basis für viele andere Distributionen. Das ist natürlich wahr. Wenn wir mal die Liste von Distributionen uns anschauen, sehen wir Antix Linux. Da hatten wir den Tag schon mal ein Sonntagsohr. Es gab mit MX Linux, welches auf Antix basiert. Und Antix oder beziehungsweise MX Linux benutze ich auch auf einen meiner Notebooks tatsächlich direkt als Produktivsystem. Ja, auch Knoppix basiert auf Debian. Ja, Knoppix ebenfalls ein Urgestein in der Linux-Welt. Und nicht zu vergessen Ubuntu. Alles, was Ubuntu ist oder auf Ubuntu basiert, basiert quasi auch auf Debian. Und auf der Wiki-Seite, auf der Wikipedia-Seite von Debian kann man sich dann auch einfach mal die Geschichte ein bisschen durchlesen und was es auch mit diesen Veröffentlichungszyklen auf sich hat. Denn Debian wird hier nicht alle zwei Wochen komplett neu geupgradet mit der neuesten Software, sondern Debian ist stabil und dadurch ist die Software auch durchaus ein bisschen älter. Man kann aber auf jeden Fall sagen, Debian funktioniert. Immer. Einmal installiert, hat man keine Probleme mehr mit Debian. So, allerdings werden wir heute uns sehr viel weniger direkt mit Debian beschäftigen, sondern ich will bei meinem heutigen Sonntags-OS mal etwas anderes machen. Und zwar möchte ich Debian installieren auf drei Festplatten. Und zwar mit LVM. So, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Hier ist wieder so ein Typ im Internet und heute installieren wir Debian, das Urgestein quasi in der Linux-Welt, auf drei Festplatten mit LVM. Wir hatten in einem letzten Sonntags-OS ja bereits Ubuntu mit LVM und Verschlüsselung installiert. Da hatte ich aber nur eine Festplatte gehabt. Und da das super bei euch angekommen ist und es auch Fragen gab bezüglich, ja, wie macht man das dann mit mehreren Festplatten, werden wir jetzt Debian einfach im Expertenmodus installieren und zwar mit drei Festplatten. So, wie sieht das Ganze denn dann überhaupt aus? Und da habe ich hier schon mal eine kleine Grafik vorbereitet. So, das sind die Festplatten, die ich eingebaut habe in meiner virtuellen Maschine. Da können wir auch gleich erstmal einen Blick reinwerfen. So sieht das Ganze dann hier aus. Ja, also ich habe hier SCSI1, Disk 1, 2 und 3. Und die erste Disk ist 20 GB, die zweite 30 und die dritte 50. Ich zeige euch jetzt hier, wie man alle Festplatten quasi als einen großen Datenträger verwendet und darauf installieren wir den Debian.
So, und hier in der Grafik möchte ich mal zeigen, wie genau wir das gleich machen werden. Einfach nur, damit das ein bisschen Sinn ergibt, was dann gleich passiert. So, also das sind die drei Festplatten, die sind drin, 20, 30 und 50. Und das allererste, was wir machen, wir werden eine separate EFI-Partition vorher formatieren. Das ist quasi die Boot-Partition, so dass nachher beim Einschalten des Rechners, sage ich mal, der Grub-Bootloader geladen wird und so, dass ich dann das Betriebssystem auswählen kann. Diese Boot-Partition kann ich nicht als Teil eines LVM integrieren, weil das würde sonst der Bootloader gar nicht erkennen. Deswegen werden wir das quasi als erstes machen. 500 Megabyte sollte dann ausreichen und formatiert wird das Ganze dann im FAT32-Format. Das ist quasi universell für die EFI-Partition. So, da habe ich dann hier quasi von der SDA-Festplatte ist quasi so einen kleinen Teil weg. Deswegen habe ich das hier so nur so einen kleinen Teil durchmarkiert. So, alle anderen Festplatten werden, oder beziehungsweise von der SDA wird dann der Rest als sogenanntes physikalisches Volumen umgewandelt. Ja? Also wenn ich eine Volumengruppe erstellen gleich möchte, kann ich nicht erstellen einfach nur anhand von Hardware, sondern eine Volumengruppe kann ich nur aus Volumen zusammenstellen. Also müssen wir jede Festplatte, die wir haben, in ein Volumen quasi umwandeln. Und das machen wir dann ganz einfach. Ne? Wir haben dann hier jeweils ein physikalisches Volumen. Jede Festplatte wird ein physikalisches Volumen. Und diese drei Volumen, Volumens, die werden dann zusammengeführt in eine große Volumengruppe. Und diese Volumengruppe nennen wir dann VG, also für Volume Group unterstrich Debian. Das ist, das kann aber auch Hans oder Wurst heißen. Das ist also völlig egal, wie man das benennt. Ich benenne es dann VG Debian, einfach, dass man dann sieht, Volumengruppe und Debian. Und diese Volumengruppe funktioniert dann wie ein großes Laufwerk, beziehungsweise ja, wie eine große Festplatte wird die dann vom System auch behandelt und die ist dann eben 99,5 Gigabyte groß, ja, also im Prinzip alle drei Festplatten minus die 500 Megabyte, deswegen keine 100 Gigabyte, sondern 99,5. So, dann sind wir aber noch nicht fertig, wenn die Volumengruppe fertig ist, dann werden wir diese Volumengruppe partitionieren, wie eine große Festplatte. Und aus dieser Volumengruppe machen wir drei Partitionen. Ich möchte eine Swap-Partition machen und diese Swap-Partition nenne ich einfach LV für Logical Volume Swap. Ja, dass man das dann im System auch sieht, dass es sich hierbei eben um ein logisches Volumen handelt. Ja, die möchte ich 2 GB groß haben. Dann möchte ich eine Root-Partition haben mit 40 GB und eine separate Home-Partition möchte ich diesmal erstellen mit LV-Home bezeichnet und die kriegt dann quasi den Rest, was dann noch übrig ist von der gesamten Volumengruppe. Und wenn wir diese Partitionen erstellt haben, müssen ja diese Partitionen auch noch formatiert werden mit einem Dateisystem. Und das ist dann ganz einfach. Wir setzen LV-Swap als Swap, eine Swap-Partition ein. EXT4 bekommt Root und auch die Home-Partition. Die Home-Partition wird mit EXT4 formatiert. Das ist quasi so die Standard, das Standard-Dateisystem für Linux-Distribution. Hast du sicherlich schon bei anderen Derivaten oder Distributionen schon gesehen bei der Installation. So, das ist quasi unsere Basis, unser Ausgang. Und es ist immer ganz wichtig, dass man sich wenigstens vorher schon mal Gedanken macht, was will man denn am Ende überhaupt erreichen. So, wir wechseln mal in meine virtuelle Maschine. So, hier einmal hier, dann klicken wir einmal da und hier habe ich nämlich schon die CD eingelegt und die virtuelle Maschine gestartet. Und das ist quasi der Grub Bootloader. Damit werden wir begrüßt. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen grafischen Installer zu starten. Oder wenn ich Debian auf dem Server installieren möchte, kann ich auch ganz normal auf Install gehen. Dann sieht es ähnlich aus wie der grafische Installer, wird nur von der Konsole dann quasi grafisch dargestellt. Das wollen wir aber nicht. Wir gehen jetzt auf erweiterte Funktion. Ich nehme den grafischen Experten-Installer. Ja? Es gibt noch Rescue Mode, automatisches Installieren, da drücke ich dann einfach drauf und dann macht er einfach. Aber das wollen wir alles nicht. Wir nehmen den Experten und
Ja, dann schauen wir mal, was passiert. So, als allererstes wähle ich eine Sprache aus. So, das ist jetzt hier so ziemlich straight forward, wie man so schön sagt. GER, German, da ist es, Deutsch, in Deutschland. UTF-8, das ist, klingt super. Und eine weitere Sprache oder eine weitere Lokalisierung wollen wir nicht hinzufügen. Deutsch reicht uns hier völlig aus. So, als nächstes habe ich die Möglichkeit, Software zu installieren für blinde Personen und für sogenannte Braille-Displays. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen auch keine Sprachsynthesis, weil wir möchten auch nicht, dass hier irgendwas vorgelesen wird. Also überspringen wir das und gehen direkt zur Tastatur. So, Deutsch ist eingestellt und ich werde jetzt das Installationsmedium erkennen und einbinden. Denn auch das ist so ein bisschen was Besonderes. Ich kann mehrere Installationsmedien aus verschiedenen Quellen einfach einbinden. Dann kann ich die hier auswählen und dann auch weiter. Und Debian nimmt dann alle, die er eben findet. In dem Falle hat er eins gefunden, nämlich Debian 11 Bullseye Official AMD 64 Net Installer. Ja, so, okay, weiter. So, jetzt werden wir alle Komponenten, die für die Installation benötigt werden, direkt aus dem Installationsmedium laden. Und hier kann ich noch zusätzliche Komponenten auswählen, die ich möglicherweise brauche. Wir brauchen hier aber nichts. Ich lasse alles so, wie es ist und lade einfach mal die Sachen. So, jetzt hat sich dieses Hauptmenü auch schon etwas geändert. Ne? Jetzt sind ein paar mehr Punkte auch hinzugekommen. Das liegt halt daran, dass er jetzt die Installationskomponenten eben jetzt reingeladen hat. Und hier geht es auch schon zum ersten Punkt, Netzwerk, Hardware erkennen. Jetzt möchte er prüfen, ob wir mit dem Internet verbunden sind. Der hat die Hardware auf jeden Fall gefunden und wir können das Netzwerk einrichten. Wir werden es automatisch einrichten, ja. Und 3 Sekunden geben wir ihm Zeit, das auch immer zu erkennen. Das reicht völlig aus. So, der Rechnername ist Debian, das lasse ich auch so, wie es ist. Eine Domain brauchen wir nicht, wir bleiben hier lokal bei uns. Und das Netzwerk ist eingerichtet und auch mit dem Internet verbunden. Jetzt kann ich schon Benutzer und Passwort einrichten. Ich möchte Shadow-Passwörter benutzen, ja. Und ich möchte aber nicht, dass der Root-User sich in das Betriebssystem einloggen kann. Das ist ein Sicherheitsaspekt, das ist immer zu empfehlen, dass der Root-User sich niemals einloggen kann. So, vollständiger Name ist Typ, Benutzername Typ und wir geben hier ein sehr kompliziertes und schweres Passwort für den Benutzertyp ein. Dann stellen wir die Uhr ein und da schlägt vor, das Ganze via NTP automatisch einzurichten. Da sage ich natürlich ja. Das ist dann der Zeitserver, den er dafür verwenden möchte. Das kann er auf jeden Fall tun und hat auch schon Berlin erkannt. Hervorragend. So, jetzt wird es spannend, denn jetzt kommen wir zu den Festplatten. Als allererstes möchte er alle Festplatten suchen und erkennen. Das bestätigen wir. Jetzt hat er alle Festplatten quasi erkannt. Und wir kommen jetzt zur Partitionierung. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, eine vollständige, und hiermit würde er dann die erste Festplatte einfach nehmen, die er hat, geführt vollständig zu verwenden oder die erste Festplatte, also die SDA-Festplatte quasi zu verwenden und auf dieser nur LVM einzurichten. Das wollen wir alles nicht. Wir gehen auf manuell, weil wir müssen das Ganze jetzt hier manuell fertig machen. So, hier sind auch alle drei Festplatten schon drin. Gut, jetzt hat er das hier genau umgekehrt. Er hat jetzt hier mit der größten angefangen. SDA ist jetzt hier die größte und SDC die kleinste. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm, weil am Ende im logischen Volumen nachher in der Volume Group ist nachher die Größe ja eh komplett gleich. So, als allererstes wähle ich mir jetzt erstmal die erste Festplatte aus, die SDA, und werde eine Partitionierung
auswählen. So, also eine neue leere Partitionstabelle auf dem Gerät erstellen. Ja, da wir ein EFI-System haben, also UEFI quasi, ist GPT auszuwählen. Einmal weiter. So, jetzt haben wir hier freien Speicher. Den freien Speicher wähle ich aus, gehe auf Weiter und werde jetzt hier eine neue Partition erstellen. Und zwar 500 MB, 500 Megabyte, einmal weiter. Und zwar am Anfang. Und wir benutzen das, wir können hier einen Namen auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal EFI, das ist unsere Boot-Partition. Weiter. Dann benutzen als, dann nehmen wir EFI Systempartition. Dann hat er auch automatisch schon den Boot Flag drin und ich sage Anlegen der Partition, beenden, weiter. So, jetzt haben wir noch freien Speicher. Wir gehen hier auf die 53,2 GB und hier werde ich jetzt einmal draufklicken und gehe dann auf Logical Volume Manager konfigurieren, weiter. So, und er sagt jetzt hier, okay, wir nehmen die SDA und werden aber erstmal die Partition als ESP, also die erste Partition, die wir schon erstellt haben, erstellen und dann den Rest als Logical Volume Management. Da sage ich, ja, das möchte ich so haben. So, und hier steht jetzt schon eine Übersicht, was ich dann alles an Volumen schon eingerichtet habe. Bis jetzt natürlich noch nichts. Und jetzt erstellen wir erstmal eine Volumengruppe. Und diese Volumengruppe nenne ich VG Debian, ne? Wie wir das ja hatten. Einmal weiter. Und hier wähle ich jetzt SDA Free aus. Nicht die SDA 1, denn SDA 1 ist unsere EFI-Partition, unsere Boot-Partition, die lassen wir die ganze Zeit unberührt. Komisch, jetzt haben wir die Volumengruppe schon erstellt und sollen jetzt eine Festplatte schon hinzufügen. Aber haben wir nicht gesagt, dass ein physikalisches Volumen erst erstellt werden muss und nur diese einer Gruppe zugeordnet werden kann? Wir können uns das ja nochmal hier anschauen. Ja, tatsächlich. Das Schöne bei Debian ist, dass er, wenn ich die Volumengruppe erstellt habe und die Festplatte ausgewählt habe, wird er bei der Erstellung der Volumengruppe nachher automatisch ein physikalisches Volumen erstellen. So brauche ich das jetzt hier nicht manuell selber machen. So, nochmal zurück. Einmal hier und hier oben. So, ne? Also der wird das jetzt hier ganz alleine machen. Er fragt mich, ob ich das wirklich möchte. Ich sage, ja, das möchte ich. Und jetzt kann ich mir die Konfigurationsdetails schon mal anschauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe also ein nicht zugewiesenes physikalisches Volumen, habe ich keins, weil ich habe es zugewiesen. Und hier sieht man auch, verwendet physikalisches Volumen SDA2. Der hat das also automatisch erstellt. Und zwar innerhalb und das Ganze dann in die VG Debian Volumengruppe hinzugefügt. Gut, das ist aber noch nicht alles. Denn wir stellen das jetzt fertig und jetzt müssen wir das Ganze noch bei den anderen zwei Festplatten machen. Ja, so hier sehen wir schon unser LVM, unser logisches Volumen. So, jetzt klicke ich einmal hier drauf auf die zweite Festplatte SDB. 32 GB, also die 30 GB Festplatte. Einmal weiter. Die ist noch leer. Ich sage ja, GPT bleibt. Ich wähle hier den freien Speicher aus und gehe ebenfalls auf Logical Volume Manager konfigurieren und sage ich ja, möchte ich das? Ja, natürlich, das möchte ich. So, und ich werde jetzt, wir haben jetzt hier ein verwendetes physikalisches Volumen, ja, und die SDA2 wurde jetzt ebenfalls der VG Debian einfach hinzugefügt. Das ist super, ich kann hier auch auf Gruppe erweitern gehen, weiter und gebe die SDB hinzu, weiter, ja, weiter und fertigstellen. So, wir müssen ja diese erstmal eine Partitionstabelle zuweisen, GPT, freier Speicher, Logical Volume Management,
Ja, ich möchte das bearbeiten, ne? Hier oben, SDC, weiter. Dann werde ich die Volumengruppe erweitern. Und zwar die VG Debian möchte ich erweitern mit dieser neuen SDC-Festplatte. Weiter. Ja, weiter. Und jetzt haben wir, wenn ich hier nochmal die Konfiguration anschaue, die Volumengruppe Debian mit diesen drei physikalischen Volumen. SDA2, SDA1 ist ja die EFI-Partition, ja, und die physikalischen Volumen sind SDA2, SDB1 und SDC1. So, und weiter. Und fertigstellen. Also wir sind jetzt hier, wir sind jetzt in der Volumengruppe und haben jetzt die physischen Volumen hinzugefügt, die physikalischen Volumen. Und jetzt müssen wir hier die einzelnen Partitionen, also jetzt müssen wir die einzelnen Dateisysteme und Partitionen hinzufügen. Ja, im Prinzip haben wir ja noch nichts partitioniert. Ja, wir haben ja jetzt erstmal nur die Volumengruppe erstellt und jetzt müssen wir anfangen mit Partitionieren. So, gehen wir wieder zurück. Nein, hier, so. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir wählen jetzt hier die Volumengruppe aus, LVM. Das wähle ich jetzt aus. Gehe nochmal auf Logical Volume Manager konfigurieren. Ja, möchte ich bearbeiten. So, und hier sind wir jetzt komplett fertig. Alle drei physikalischen Volumen sind in dieser Volumengruppe drin. Und ich möchte jetzt ein logisches Volumen erstellen. Weiter. So, und zwar aus dieser Volumengruppe. Und das erste Volumen, was wir erstellen, ist LV-Swap. Weiter. Wie groß soll denn das Volumen überhaupt sein? So, und hier sehen wir schon, wir haben hier quasi, das ist in Megabyte angegeben, wenn man jetzt hier so 106 Gigabyte sind das quasi, also 100, knapp 100 Gigabyte, ja, so wie viel möchte ich haben? Ich möchte 2 GB, das hatten wir jetzt schon mal so festgelegt, einmal weiter. Und dann ein nächstes Volumen erstellen, weiter, Debian. So, das nächste ist logisches Volumen. Und das ist die Root-Partition. Weiter. So, da hatten wir gesagt 40, glaube ich. 40 GB. Weiter. Und nochmal ein logisches Volumen erstellen. Auch hier gleiche Volumengruppe. Und das ist LV-Home. Das ist dann quasi der Rest. Ne? Hier der ganze Rest. Knapp 60 Gigabyte. So, weiter. Wir können uns jetzt mal anschauen, was wir hier jetzt schon erstellt haben. Also, zusammenfassend. Wir haben eine Volumengruppe. In dieser Volumengruppe werden diese physikalischen Volumen verwendet. Und diese Volumengruppe enthält folgende logische Volumen. Einmal die Home-Partition, die Root-Partition und die Swap-Partition. Weiter. Und dieses logische Volumen können wir jetzt fertigstellen. Jetzt haben wir das Ganze erstellt. Es wird hier immer voller und ein bisschen unübersichtlich, aber wir kommen durch. Denn er hat jetzt diese logischen Volumen. Ich werde hier unten mal diese Festplatten einfach zusammenklappen, damit das nicht mehr so stört. Und das ist jetzt ausschlaggebend. Wir haben hier die Swap-Partition, ne? 2 GB. Linux Device Mapper, LV Swaps. So können wir das Ganze auch auseinanderhalten. Und ich werde jetzt hier einfach auf Weitergehen und benutzen als Swap. Auslagerungsspeicher, Swap. Fertig. Anlegen der Partition beenden. Weiter. Fertig. Ne? Jetzt hat er das Ganze als Swap fertig gemacht. So, jetzt gehen wir weiter. Das ist die 40 GB Root-Partition. Doppelklick. So, dann benutzen als
Und hier hatten wir gesagt, EXT4, weiter. So, der Einbindungspunkt, jetzt kommen wir nämlich dazu, ist Root. Und Root ist das Wurzelverzeichnissystem. So, die Einbindungsoptionen, da nehme ich NoATime. Da bitte mal bei den Handbüchern nachlesen, was das alles bedeutet. Einfach mal so Vertrauen, so Anlegen der Partition beenden. Jawohl. Und das letzte ist die Home-Partition. Einmal Doppelklick, benutzen als EXT4 und Einbindungspunkt ist die Home-Partition hier. Ja, und wie man sieht, kann man hier auch noch viel mehr Partitionen quasi erstellen. Aber uns reichen diese drei. So, einmal Home. Auch hier nicht Default, sondern nur A-Time. Das hat was mit dem Schreibzugriff zu tun. Dem Schreib- und Lesezugriff. So, einmal weiter. Weiter. Ach so, haben wir Anlegen und Beenden. Weiter. So, jetzt können wir nochmal schauen, ob wir alles richtig gemacht haben. So, hier werde ich nochmal die Festplatten einfach zusammenklappen. So, hier haben wir also Debian LV-Swap ist die Swap-Partition. VG Debian LV-Root ist die Root-Partition mit dem Schrägstrich. Das ist also richtig. Und LV-Home ist ebenfalls die Home-Partition. Perfekt. Dann können wir jetzt die Partitionierung beenden und die Änderungen übernehmen. Weiter. Hier wird jetzt nochmal zusammengefasst, ob ich das so auch möchte. Die Partitionstabellen folgender Geräte werden geändert. Logical Volume Management, Debian Gruppe, Home, Root und Swap sollen als Home, Root und Swap. Und die Partition SDA1 soll als EFI-Partition formatiert werden. Jawohl, das sieht für mich super aus. Wir machen weiter. Jetzt haben wir den komplizierten Teil auch geschafft und wir befinden uns jetzt in der normalen Installationsroutine und können jetzt das Basissystem installieren. Und das machen wir mal ganz fix. Ja, wie du siehst bis hierher, wenn du es bis hierher auch geschafft hast und das auch soweit verstanden hast, wie du siehst, ist der Debian-Installer unglaublich flexibel und man kann dieses LVM, die Logical Volume Management, einrichten, ohne unbedingt das Terminal benutzen zu müssen. Ja, denn gerade bei Arch oder anderen Distributionen ist es tatsächlich notwendig, das Ganze mit dem Terminal manuell alles zu erstellen. Und der Debian Installer hier ist wirklich unglaublich toll zum Erstellen von LVMs in der grafischen Umgebung. So, wir warten mal ab, bis er hier fertig ist. Das sollte nicht mehr allzu lange dauern. Jetzt werde ich gefragt, welches Linux-Image, also welchen Kernel ich installieren möchte. Hier bietet ihr mir jetzt an, welchen Kernel ich denn installieren möchte. Entweder den Version 5.10.08 oder einfach den letzten Stable-Kernel mit Linux-Image AMD64. Ich nehme den und wir werden nachher feststellen, es ist genau derselbe wie hier oben. Aber es kann ja dann sein, dass in ein, zwei Jahren, ja, je nachdem, wann du auch dieses Video siehst, dass dann der letzte Stable-Kernel ein anderer ist als der, der bereits im Installationsmedium vorgegeben ist. So, möchte ich alle verfügbaren Treiber einbinden oder nur für das System benötigte? Ich nehme generisch einfach alle für den Fall, dass ich noch Hardware hinzufügen möchte. Ja, so habe ich dann auch keine Probleme. Wenn du das System auf ein Notebook zum Beispiel installierst und nicht allzu viel Speicher hast, dann empfiehlt sich durchaus wirklich nur das zweite auszuwählen, so dass wirklich nur die für das System notwendigen Treiber und Kernelmodule installiert werden. So, das Basissystem ist installiert. Jetzt müssen wir noch unseren Paketmanager konfigurieren. Möchten Sie ein weiteres Medium einlesen? Ach so, ein weiteres wollen wir nicht. Uns reicht das, was wir eingelegt haben. So, möchten Sie einen Netzwerkspiegel verwenden? Ja, den möchte ich auf jeden Fall verwenden. Hier kann ich jetzt auswählen, ob HTTP, HTTPS oder FTP. Ich lasse jetzt HTTP ausgewählt, nur für den Fall der Fälle.
dass das Ganze von der Firewall geblockt wird, dann wird das so auf jeden Fall nicht geblockt und so ist es ein bisschen stabiler. So, ich befinde mich in Deutschland. Debian.org ist für mich völlig in Ordnung. Ich kann aber auch eine Universität oder irgendeinen anderen Spiegelserver auswählen. So ein Proxy möchte ich nicht einrichten. Und ja, ich möchte auch Non-Free-Software einrichten oder Non-Free-Software verwenden. Ja, das ist besonders wichtig, wenn du eine zum Beispiel NVIDIA Grafikkarte hast, dann brauchst du den proprietären NVIDIA-Treiber und den findest du nur in den Non-Free-Repositories. So, soll die Paketdepots für Quellpakete aktiviert werden? Ja, durchaus können wir das ruhig aktivieren. Und hier werde ich auch die sogenannten Backports aktivieren, rückportierte Software. Dann habe ich so auch eine große Softwareauswahl zur Verfügung. Und der Paketmanager ist fertig konfiguriert. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir Software auswählen können, was wir denn installieren wollen. Nämlich ganz wichtig, der Desktop-Manager. So, möchte ich automatische Sicherheitsupdates installieren? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte die Updates immer selber kontrollieren. Möchte ich an der Paketverwendungserfassung teilnehmen? Ich mache das jetzt nicht, weil ich in einer virtuellen Maschine bin und das Ganze sowieso nach Ausführung alles wieder löschen werde. Ja, ich bin quasi jetzt kein Debian-Nutzer in dieser Hinsicht. So, jetzt kann ich hier auswählen, welche Desktop-Umgebung ich denn installiert haben möchte. Möchte ich GNOME, XFCE, KDE Plasma, Cinnamon Desktop, Mate und so weiter. Ich kann aber auch nur einen Webserver installieren oder nur einen SSH-Server, wenn ich das Ganze dann gar nicht mehr auf der lokalen Maschine verwende. Ich lasse jetzt GNOME. GNOME sieht für mich ganz gut aus. Das ist ja so das Aushängeschild auch für Debian. Debian und GNOME, ja, das gehört einfach zusammen. Und ja, das Ganze wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis das Ganze installiert ist. Auch je nachdem bei dir, wie schnell dein Internet ist oder auch die Prozessorleistung, wird das Ganze ein bisschen dauern. Dann warten wir mal ab. Und schon ist sie auch fertig, die Installation. Jetzt im nächsten Schritt muss noch der Grub Bootloader installiert werden. Einmal weiter. So, diese Seite ist ein kleines bisschen verwirrend, denn hier fragt Debian, ob ich denn den Grub Bootloader auf einen Wechseldatenträger, also auf einen USB-Stick installieren möchte. Wir haben eine separate EFI-Partition eingerichtet und nein, ich möchte somit den Grub Bootloader nicht auf einem Wechseldatenträger erzwingen. Einmal weiter. Und jetzt schauen wir, was wir hier noch machen können. Wir können hier noch depconf-Prioritäten ändern, Integritäten testen, Installationsprotokolle speichern oder lesen. Ich könnte nochmal den Shell ausführen, um da vielleicht noch andere Sachen ja einzurichten oder abzufragen. Oder die Installation sogar abbrechen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher, was der dann macht, ob der dann wirklich alles wieder deinstalliert. So, wir bleiben aber direkt bei Installation abschließen, denn wir sind jetzt quasi fertig. Jetzt in diesem letzten Schritt wird der Benutzername, den wir schon zu Beginn eingerichtet haben, eingerichtet und auch die Systemzeit festgelegt. Jawohl. Und hier sind wir fertig. Einmal weiter. Und jetzt wird das ganze System einmal neu gestartet. Da sind wir. Ja, diesen Bootloader, den kennt man dann schon auch von anderen. Einmal auf Debian, das lassen wir jetzt mal starten und jetzt sieht man auch schon, hat man vielleicht schon gesehen, was da, dass hier unser Logical Volume Management gestartet wurde. So, dann einmal das Passwort. Und schon sind wir auf der Desktop-Oberfläche und das freut mich quasi sehr, weil ich echt froh bin, dass das auch alles jetzt hier in einem Zug funktioniert hat. So, als allererstes, wie immer hier für die virtuelle Maschine mal fix die Auflösung noch anpassen, weil er das nicht automatisch erkannt hat. So,
Und wir sind schon mal in den Einstellungen, können schon mal bei Info schauen. Ja, so hier ist RAM-Speicher, habe ich 4 GB zugewiesen. Hier sieht man auch als Fenstermanager ist Wayland wieder angegeben als Display Server. Das wird voraussichtlich dafür sorgen, dass das wieder alles so ein bisschen schleppend funktioniert. Das ist so Wayland und virtuelle Maschinen sind nicht die besten Freunde, sagen wir es mal so. So, dann schauen wir uns als allererstes mal die Aktivitäten an. Ja, man merkt, jetzt wird es schon ein bisschen schleppend. Und gehen mal hier in unsere Software schnell rein. Wir holen uns mal einen kurzen Überblick, was wir hier so an Software installiert haben. Haufenweise Spiele sind drin. Hier 2048, Solitär ist drin. Dann haben wir hier 5 oder mehr. Klotzki, Hitori. Ich weiß gar nicht, kann man das hier in Gruppen? Oh ja, das kann man sogar gruppieren. Dann haue ich das Ganze jetzt mal hier schnell alles in eine Spielegruppe rein. So funktioniert das. Ähnlich wie bei Handys oder wie bei Smartphones kann man einfach eine Anwendung auf eine andere so drauflegen und dann wird das Ganze einfach zu so einem Art Ordner zusammengeführt. Ja, hier den Spieleordner. So, dann, was haben wir? Evolution haben wir als E-Mail-Programm. Firefox ESR, also der Long-Term-Support von Firefox, ist hier vorinstalliert. Wir können ja mal schnell schauen, welche Version das genau ist. Einmal Hilfe und über Firefox. So, hier haben wir 78.14. Ja, ich glaube, aktuell sind wir irgendwas bei 90 zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos. Ich glaube, 92 oder so, Version 92. Aber das ist ein Extended Support Release, das heißt das. Und das ist die stabilste Version von Firefox, die es so gibt. Ja, und so kann man zu 100% sicher gehen, es funktioniert. So, dann, was haben wir noch Schönes vorinstalliert? Karten hat man LibreOffice, die komplette LibreOffice-Bibliothek ist drin. Fantastisch. Hier haben wir noch ein paar Spiele wie Minen, Mahjong, Lichter aus. Das werde ich jetzt nicht noch weiter sortieren. Parental Controls finde ich sehr, sehr interessant. Denn von hier aus kann man im Heimnetzwerk mehrere Debian, Laptops und Computer einfach einrichten und das Ganze über einen sogenannten Parental Account kontrollieren. Ja, zum Beispiel Internetaktivitäten kann man kontrollieren oder überhaupt Nutzungszeit kann man einschränken und einstellen, so dass die Kinder nicht so ja, computersüchtig werden. Nicht so wie ich. So, Shotwell ist noch vorinstalliert. Das ist für eine Fotoverwaltung. Ein Software Center gibt es. Wir kommen zu GNOME Software Center, gehen wir einkaufen. Ja, hier kann man dann sämtliche Sachen einfach nachinstallieren. Das braucht jetzt hier, ehe das alles noch weiter reinlädt. Hier haben wir jetzt ja Spiele. Huch, jetzt hat er hier da, einmal zurück. Dann, was haben wir noch? Wir können ja mal auf Produktivität gehen und schauen, was so bei Produktivität alles verfügbar ist. GNU Cash ist als Finanzverwaltung verfügbar zum Installieren. Ja, und alles in einer Stable-Version. Writer, nochmal hier, K-Money. Hier sieht man dann auch immer anhand eines kleinen Häkchens, was schon installiert ist. So, einfach mal das Ganze ein bisschen durchprobieren. So, was haben wir noch? Einmal hier, Karten. Und ja, hier haben wir noch das Update Center, die Synaptics-Paketverwaltung. Die möchte ich mal noch fix öffnen. Die kann man nur mit Root-Rechten öffnen, mit Sudo-Rechten. Und hier wird dann auch nochmal erklärt, was das Ganze ist und wie die Pakete überhaupt funktionieren. Einmal Doppelklick. Und wenn mir das Discover Center, die GNOME Software Bibliothek oder das GNOME Software Center jetzt nicht so gut gefällt, weil ich ein paar mehr Kontrolle über das haben möchte, was ich denn überhaupt installieren möchte, dann ist wirklich die Synaptic-Paketverwaltung das Beste, was einem wirklich passieren kann. Seit Urzeiten ist die Synaptic-Paketverwaltung wirklich das A und O bei Debian und Debian-basierte Betriebssysteme, wird auf den neueren Betriebssystemen gar nicht mehr standardgemäß mit installiert, aber bei Debian ist das immer mit dabei.
Ja, hier kann ich nämlich auch aus der KDE-Arbeitsumgebung noch alles Mögliche nachinstallieren, was ich zum Beispiel von KDE haben möchte. Ja, so hier zum Beispiel kann ich K-Backup, wenn ich das möchte, K-Alarm, Telepathie oder die K-Desktop-Umgebung, KDE Plasma, kann ich direkt installieren noch als zweite Desktop-Umgebung, wenn ich das denn haben möchte, inklusive aller KDE-Programme und Module. So, wieder zurück und nochmal weiter runter. So, und genauso wie Software und Update, da kann ich dann die Mirror-Listen, also die Spiegelserver, einfach nochmal überprüfen und neu konfigurieren. Und was haben wir hier noch? Einmal zurück, die Hilfsprogramme. Hier haben wir dann noch Systemprogramme wie die Systemüberwachung, Festplattenbelegung, die schauen wir uns mal an, denn das ist ziemlich interessant. Hier sehen wir nämlich, eine Festplatte ist drin und diese Festplatte ist 40 GB groß. Wenn ich hier dann reingehe, sieht man dann, was alles in dieser Festplatte, in dieser, ja, Root-Festplatte überhaupt enthalten ist. Und hier sehen wir auch, das meiste ist USR. USR ist, ist alles, was so, ja, was die ganzen Programme und Bibliotheken sind, wird bei Debian in USR-Ordner gespeichert. Und was hier natürlich fehlt, ist der Home-Ordner. Ja, den kennt man ja sonst normalerweise, wenn ich jetzt hier mal noch den Dateimanager öffne und ich hier auf den Rechner mal gehe, hier Rechner, dann bin ich ja hier im Root-Dateisystem und da sehe ich ja hier, wo haben wir's? Wo haben wir's? Haben wir's? H wie Home? Da, Home. Ja, das ist ja hier drin. Aber hier in der Festplattenbelegung fehlt dieser Home-Ordner. Und das liegt natürlich daran, weil wir für Home eine separate Partition haben. Und die wird hier auch so angegeben mit 64, ja, Megabyte steht hier. Das ist, ah nein, das ist der Gesamtverbrauch. Entschuldigung. Also nochmal. Hier sehe ich dann, wie viel Gigabyte oder Megabyte ich gerade hier verbrauche. In dem Falle 64 Megabyte ist aktuell noch nicht sonderlich viel. Da ist natürlich nicht viel drin. Ich kann unter, wenn ich hier Rechtsklick Home und Eigenschaften mache, dann sehe ich auch hier, wie groß denn der freie Speicherplatz ist. Und hier haben wir 60 Gigabyte. Ja. Und das ist eben das Tolle am Logical Volume Management. Ich muss hier nicht mit den verschiedenen einzelnen Festplatten irgendwie rumdoktern und gucken, auf welcher Festplatte ich jetzt irgendwie was für Daten drauf habe. Und wenn ich jetzt hier weitergehe und mal das Terminal öffne, das helle möchte ich jetzt hier nicht. Da geben wir mal schnell Themenvariante dunkel, das sieht ein bisschen besser aus. Vielen Dank. Machen das Ganze mal ein bisschen größer. Und wir schauen uns mal an, wie jetzt unser Dateisystem aussieht. LSBLK. Damit können wir jetzt unsere Laufwerke anzeigen. Und das sieht schon super aus. Ja, also ich habe hier die erste Festplatte, das ist die 50 GB Festplatte. Da haben wir als SDA1 ist unsere EFI-Partition drauf. Ja, die ist also komplett separat und losgelöst. Und SDA2, da ist dann eine Swap-Partition drauf, die Root-Partition und die Home-Partition, beziehungsweise das Swap-Volumen, das Root-Volumen, das Home-Volumen. Und auf den anderen beiden Festplatten SDB und SDC ist jeweils das Home Volumen drauf. Na? Und wir können mal noch df-h eingeben. Mit df-h sehe ich, wie die ganzen Volumen eingehängt sind unter defmapper. Ja, und dann hier, so wird das Ganze beschrieben, habe ich hier die Gesamtgröße und alles, was noch zur Verfügung ist. Und hier sehe ich dann, wie viel Prozent jetzt aktuell für das Root-Volumen verwendet wird. Ja, und das Ganze hier auch mit Home. 60 GB hoch, 60 GB gesamt. Und ja, es werden quasi ja, 1% gerade verwendet. Ja, also wirklich nicht sonderlich viel. Und ich möchte jetzt mal einen kleinen Test machen. Und jetzt kommt der ultimative Vorteil von Logical Volume Management. Denn was mir immer mal wieder passiert, dass ich noch eine Festplatte irgendwo finde.
und die lösche ich und sage, gut, die möchte ich auch noch irgendwie verwenden, die funktioniert ja noch, die möchte ich noch verbrauchen. Und dann kann ich sie in den Rechner einhängen einfach und hier kann ich sie einfach in die Volumengruppe VG Debian hinzufügen und dann entsprechend entweder das Root-System oder das Home-Volumen, also das Root-Volumen oder das Home-Volumen einfach erweitern. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. So, dafür lasse ich jetzt Debian einfach mal laufen. Also ich fahre das jetzt hier nicht runter und so weiter, sondern ich wechsle direkt mal in die Einstellungen. Und werde jetzt hier einfach mal, damit das hier nicht so blendet, erstmal die Leiste hier wieder ausblenden. So, Gerät hinzufügen. Und wir nehmen einfach mal 20 GB nochmal, eine 20 GB SCSI-Festplatte. Das ist in Ordnung. So, dann wird das jetzt hinzugefügt. Und werde jetzt hier die Disk 4 aktivieren und speichern. Jetzt sagt er, die Änderung wird erst nach dem Herunterfahren des Gastes wirksam. Und das hat, glaube ich, aber eher nicht. Ich glaube schon, dass der das gemacht hat. LSBLK. LSBLK. Genau, und schon hat er die auch hier erkannt. Ja, SDD 20 GB. So, das ist halt auch hervorragend bei Debian. Dadurch, dass Debian ja auch ein serverfähiges Betriebssystem ist, muss man, wenn man Festplatten quasi hot pluggt, so nennt man Festplatten, die man während des laufenden Betriebs einfügt oder anschließt, ja, erkennt die Debian quasi sofort. So, aber bis jetzt ist diese Festplatte ja noch nirgendwo irgendwie drin. Und die wollen wir jetzt mal hinzufügen. Und zwar möchte ich das Root-System, Root, da sind wir jetzt bei ca. 40 GB, das will ich jetzt einfach mal erweitern, sodass wir hier ebenfalls bei knapp 60 GB sind, dass wir eine 60 GB Root-Partition und eine 60 GB Home-Partition haben. So, wie stellen wir das Ganze an? So, dazu wechsle ich jetzt einfach nochmal auf unsere Präsentation. Ach so, ja, geht ja nicht. Moment. Wir müssen ja erstmal hier raus. So, jetzt einmal raus und dann hier auf die Präsentation. So, das, was ich jetzt mache, ist, wir haben ja jetzt hier eine zweite Partition im Prinzip, also eine vierte Festplatte hier hinten. Und als allererstes werde ich ein physikalisches Volumen erstellen. Dann werde ich dieses physikalische Volumen in die Volumengruppe hinzufügen. Das geht mit Volume, indem ich die Volumengruppe erweitere. Und dann müssen wir die Root-Partition erweitern um diesen freien Speicherplatz, der hier dazugekommen ist. Okay? Macht das irgendwie Sinn? So, ich kann das ja mal ganz fix zeigen. Wir machen jetzt mal, ich nehme mal ganz kurz kopieren und einfügen. So, hier. Jetzt können wir das nochmal hinzu. So. So, also die haben wir jetzt hinzugefügt. Momentan ist da jetzt noch nicht allzu viel passiert. Außer, also die wird von diesem gesamten Volumen noch nicht erkannt. So, das heißt, ich werde hier ebenfalls erstmal eine Volumengruppe erstellen. Dann werde ich ein physikalisches Volumen erstellen. Dann, wir können ja mal ganz kurz das auch richtig beschriften hier mit SDD. Ne? So hat er die jetzt gefunden. So, dann einmal nochmal hier drüber stülpen. Dann werden wir diese Volumengruppe einfach erweitern. Und dann machen wir hier mal ein bisschen beiseite schieben. Und dann werden wir diese LV-Root einfach erweitern mit plus 20 GB. Ja, so werden wir das Ganze machen. Aber das reicht noch nicht aus. Wir müssen dann ebenfalls das Dateisystem erweitern.
Auch das muss separat, also wir müssen diese Festplatte dann auch zusätzlich partitionieren. Das ist wichtig. Das muss trotzdem gemacht werden. Ja, so, und da gucken wir mal, wie wir das anstellen. So, und wieder zurück in unser Debian. Puh, also wenn du es bis hierher geschafft hast, super, toi, toi, toi. So, also wenn du es bis hierher geschafft hast, super, es bleibt weiterhin spannend. So, also, um das LVM zu administrieren, brauchst du sudo oder Root-Rechte, und das machen wir einfach mit sudo. Und wir werden jetzt als erstes ein physikalisches Volumen erstellen, also mit pvcreate. So wird das gemacht. Und wir wählen die Festplatte aus. Die Festplatte ist slash dev slash sdd. Ne? So, Enter. Ja, der sagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und das physikalische Volumen wurde erfolgreich erstellt. So. Als nächstes müssen wir jetzt, wie wir gerade gesagt haben, dieses physikalische Volumen in die Volume-Gruppe hinzufügen. Aber das ist eher falsch ausgedrückt. Es ist wohl eher so, dass ich die Volumengruppe um dieses physikalische Volumen erweitere. Auch das mache ich mit der sudo. Dann Volumengruppe erweitern, extend, ja, also vg extend. So, jetzt muss ich die Volumengruppe angeben, die ich erweitern möchte. Das ist in dem Falle vg Debian. Und jetzt gebe ich die Volumengruppe an. Und die Volumengruppe wird trotzdem, das physikalische Volumen an. Jetzt gebe ich das physikalische Volumen an, und das ist dev und dann sdd. Und das hat wunderbar funktioniert. Volumengruppe wurde erfolgreich erweitert. So, das reicht aber noch nicht. Wenn ich jetzt df-h mache und jetzt hier schaue, sehe ich, hat sich hier noch gar nichts erweitert. Ja, noch sind wir hier bei unseren alten Werten. Auch LSBLK können wir mal schnell schauen. In den Block Device sehen wir hier, dass hier noch nicht allzu viel passiert ist. Ja, so. Jetzt müssen wir den Speicherplatz zuweisen. Und zwar müssen wir das logische Volumen jetzt ebenfalls erweitern. Und zwar mit sudo LVM, das logische Volume Management. Und hier möchte ich jetzt LV extend. Also das logische Volumen möchte ich erweitern. Und jetzt möchte er natürlich wissen, um wie viel erstmal. Wie viel möchte ich denn freigeben? Und ich sage, ich möchte die vollen 20 GB freigeben mit L. Das ist dann der Schalter für das Freigeben von Speicherplatz. Ich sage plus 100. Oh, ich habe den NumBlock nicht aktiviert gehabt. So, jawohl. Plus 100% freier Speicher. Das wird so angegeben. Und jetzt gebe ich an, welches logische Volumen ich denn jetzt erweitern möchte. Und das wäre dann dieses hier. Ja, allerdings gebe ich das nicht so hier an, sondern so wie es im Device Manager im Prinzip angegeben ist. Das wäre dann slash dev slash vg-debian slash, und ich möchte root erweitern. Ja, gucken wir mal, ob es funktioniert. So, das hat natürlich nicht funktioniert. Und warum nicht? Weil unser logisches Volumen nicht root heißt, sondern lv-root. Jetzt hat es auch geklappt. Jetzt wurde das Ganze erweitert. Jetzt steht hier size, ja, also die Größe des logischen Volumens wurde jetzt erweitert von 37, zu 57,
Ja, also das logische Volumen wurde erfolgreich erweitert. So, schauen wir uns das Ganze mal an mit df-h, da kann man das am besten sehen. Und, komisch, ist ja immer noch nicht. Ist immer noch 37. Hat er nicht gerade eben gesagt, dass das erweitert wurde auf über 60? Ich glaube, da haben wir noch einen kleinen Schritt vergessen. Genau. Und zwar müssen wir das Dateisystem ebenfalls noch erweitern. Ja. Und zwar können wir das Ganze mit sudo resize, bloß nicht falsch schreiben, resize to filesystem. Und jetzt gebe ich die Partition an. Und zwar können wir jetzt die Partition angeben, so wie sie hier oben ist. Das ist die Partition. Ja. So, da gebe ich jetzt erstmal slash dev. Ja. Denn dev ist ja Devices und dieses Volumen, dieses logische Volumen wird wie ein Laufwerk behandelt, wie eine echte Hardware behandelt. So, ich markiere und mit Maus-Mittelklick kann ich das hier quasi hier runter kopieren. Ja. So, hier möchte ich das jetzt erweitert haben, das gesamte Dateisystem erweitert haben und einmal Enter. Und das hat natürlich auch wieder nicht geklappt, weil ich ein bisschen vergesslich bin, quasi Logical Volumen oder logische Volumen werden immer im Mapper abgespeichert. Da muss noch Mapper mit rein. So, jetzt haut's hin. So. Okay, Entschuldigung für die Verwirrung. Einfach mal entsprechend nochmal gegebenenfalls zurückspulen. Ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Also, zuerst haben wir das, nachdem wir aus der SDD ein physikalisches Volumen erstellt haben, haben wir da die Volumengruppe erweitert um diesen physikalischen Speicher oder über dieses physikalische Volumen. Dann haben wir im Anschluss diesen freien Speicher dem jeweiligen Root-Volumen zugewiesen. Ja, also haben das ebenfalls erweitert. Und zum Schluss mussten wir noch das Dateisystem erweitern, das Filesystem auf Root. Und das befindet sich unter dev mapper vg debian lv root. So, und jetzt können wir mal schauen, df-h, ob das funktioniert hat. Und, et voilà, es hat funktioniert. Es sind jetzt 60 GB und somit sind hier nur noch 80 in Gebrauch. Ja, so, also, zusammenfassend, was haben wir denn jetzt getan? Einfach während Debian läuft, einfach eine Festplatte eingehängt, also angeschlossen. Und dann einfach mittels Konsole haben wir diesen freien Speicher einfach erweitert. Und so habe ich kein Problem, dass ich hier irgendwie in meinem Dateisystem oder hier in meinem Dateimanager hier mit unglaublich vielen Festplatten hier rumdoktern muss und überlegen muss, ja, wo speichere ich denn jetzt was hin, welche Festplatte nutze ich denn jetzt hier für was, ja, das ist gar nicht notwendig, wir haben jetzt einfach den freien Speicher dieser Festplatte in dieses logische Volumen erweitert und so kann ich mehrere Festplatten quasi verwenden zu einem riesengroßen fertigen Speicher und dann wirkt das Ganze hier auch wirklich deutlich aufgeräumter, als wenn jetzt hier alles voller Festplatten hängt. Ja, und das Schöne ist auch, anders als wie wenn man jetzt eine Festplatte separat formatiert und einhängt, muss dann noch die File System Table, also die Dateisystem Tabelle eingetragen werden, dass man ja das Ganze automatisch auch einhängt nach dem Start. Alles das ist hier nicht notwendig, weil hier die logischen Volumen eingehängt werden. Was ist denn das Fazit dieser heutigen Folge? Wie du mitgekriegt hast, sind wir weniger ins Detail von Debian an sich gegangen, sondern haben uns mehr darum gekümmert, wie man verschiedene Fest- oder wie man mehrere Festplatten in einem System am besten administrieren kann. Debian ist für eine solche Handlung hervorragend geeignet, weil der Debian Installer das Ganze super einfach hergibt, ohne dass man erst umständlich in einer Konsole das Ganze manuell erstellen muss. Debian an sich ist das Urgestein aller Betriebssysteme oder fast aller Betriebssysteme, die aktuell hier auf dem Markt frei verfügbar sind, wäre wirklich ein sehr, sehr stabiles und auch einfach zu benutzendes Betriebssystem haben möchte, das nach der Installation wirklich zu 100% läuft und funktioniert.
der kommt um Debian nicht drum rum. Debian kann ich wirklich wärmstens für alle empfehlen, sowohl für Anfänger als auch für Alteingesessene. Und für Anfänger deshalb, weil Anfänger hier eine unglaublich tolle, steile Lernkurve haben. Das war's für diesen Sonntag mit Sonntags OS. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Debian. Bis nächste Woche.